Willkommen bei einem neuen Yu-Gi-Oh! Part und ich würde sagen, wir probieren es nochmal. Nachdem Luna im letzten Part so viel Scheiße gemacht hat, ja, noch nicht nochmal. Ich muss es jetzt nicht nochmal machen, oder? Okay, beim nächsten Mal muss ich einen Save State machen. Ich bin doch. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich stand da doch einfach nur da. Ah, nein! Nein! Wieder eine Spielverzögerung. Verdammt. Ach, immer diese Spielverzögerung hier. Wir müssen das Spiel hier so weit wie es geht noch in die Länge ziehen. Denn wir haben nicht mehr so viel, was wir einbauen können. Genau! Deswegen müssen wir es jetzt in die Länge ziehen, damit der Spieler noch mehr Zeit in diesem Spiel investiert und sich dadurch den Nachfolger kaufen wird, weil ihm das Spiel so gut gefallen wird, wenn er so lange spielen wird. Genau. So denken sich die Entwickler bestimmt. Ja, denken immer nur an Umsatz. Aber heutzutage ist es ja völlig normal. Scheiß Kapitalismus. Okay, dann schleichen wir uns jetzt an ihm vorbei. Ist ja nicht so schwer. Und hier ist Leos Zelle. Janka, das muss es sein. Ach, das habe ich ja schon vorgelesen. Ich glaube, das kann ich mir ersparen. Ich mache jetzt dann einfach hier den Save States, weil da muss ich mir das Ganze nicht nochmal anhören. Und falls ihr das doch hören wollt, das was hier jetzt gesagt wird, dann schaut euch einfach den letzten Part an. Wie wir eine Stunde lang, ja, sinnloserweise gegen diese zwei Typen gespielt haben. Und was unsere Kollegin gemacht hat, das war, oh, das war das Beste. Ich sage nur, reißende Tribut. Ja. Na komm schon, Sarah, red deinen Dialog. Und Luna, du machst nicht nochmal so einen Scheiß, ja? Und wenn doch, dann hasse ich dich. Ich hasse dich jetzt schon. ich kann dich eigentlich nicht noch mehr hassen. Das ist wie bei Sims, ne? Wenn man auf minus 100 ist und sich ständig prügelt, dann geht's nicht mehr weiter nach unten. Dann prügelt man sich eh die ganze Zeit. Und so ist es hier bei mir in diesem Let's Play auch. Okay, ich mache jetzt hier einen Save. Ich nehme jetzt mal den vom. Wieder einen ganz alten und zwar 29. Juli. Okay. Und ich habe im letzten Part erwähnt, wenn es wieder so lange dauern sollte, dann werde ich aufgeben. Ja, ist mir doch egal, wer anfängt. Ich merke das nicht einmal, nachdem das passiert ist. Ich mache das einfach so immer automatisch, ne? Ich denke eigentlich gar nicht groß dran, ob ich gewonnen oder verloren habe. So egal ist mir das. Mit dem Stern Papier. Ein verdecktes Monster und rücksichtslose Verweigerung. Wähle ein Monster, das du kontrollierst. Lege es auf den Friedhof und lege eine zufällige Karte von der Hand deines Gegners auf den Friedhof. Schönen Dank auch. Jetzt muss man sich eine Handkarte abschmeißen. Verzweiflung aus der Finsternis. Verzweiflung aus der Finsternis. Ich habe Ruf der Gejagten. Verzweiflung aus der Finsternis. Verdammt. Warum wählen die immer die guten Karten aus? Ich hätte so sehr darauf gehofft, dass sie Verzweiflung aus der Finsternis abschmeißen. Egal, jetzt kriegen sie einen direkten Angriff. Ah ja, Luna legt uns ihre Blitzeinschlagskarte bereits, okay. Ein guter Zug von ihr. In Klammer ausnahmsweise mal, Klammer zu. Was ist das? Achso, Krafteinspritzer. Krafteinspritzer. Das Monster, was im letzten Part so eine hohe ATK hat, da der Gegner so viele Lebenspunkte abgegeben hat und die Attacke immer wieder erhöht hat von diesem Monster.
Lege eine Monsterkarte von deiner Hand auf den Friedhof. Beschwöre ein Monster der Stufe 1 als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinem Deck. Ich glaube, es kommt eine Synchro-Beschwörung. Die Karte ist limitiert, aus dem Grund, weil man deswegen auch leicht eine Synchro-Beschwörung machen kann. Aber wir haben zum Glück eine Blitzentschärfungskarte. Ach ja, magischer Android. Ich sage nur 60.000 Lebenspunkte. Ne, das waren sogar noch mehr, 75.000 Lebenspunkte allein durch diese Karte. Alles klar. Er setzt noch zwei Verdeckte und bekommt 600 Lebenspunkte durch den Effekt seines Monsters. Jetzt sind wir an der Reihe. Zwei Vampir-Lady, okay. Blitzeinschlag haben wir ja noch und regenerierende Mumie habe ich auch noch. Lustig wäre es, wenn er die Karte vorhin erwischt hätte, denn dann hätte ich sie spielen können. Oder diese Karte, dann hätte ich sie auch spielen können. Dann hätten wir sie sogar als Spezialbeschwörung bekommen. Aber nein, er musste ja ausgerechnet Ruf der Gejagten abschmeißen. Naja. Alles klar, dann. Moment, geht es für den Karteneffekt deines Gegners oder nur für uns? Ah, da steht mal Karteneffekt des Gegners. Okay, dann können wir die nicht mit Blitzeinschlag kombinieren. Frage ist, will ich Blitzeinschlag spielen? Ich meine, ich habe ja auch die hier. Dadurch können wir ihn auch sein Synchromons auf die zurück ins Deck von ihm zurückgeben. Ich setze die einfach mal. Dann setze ich Vampir Lady in die Angriffsposition und hoffe, dass sie mich da angreifen wird. Und beende meinen Zug. So, wenn er jetzt angreift, aktiviere ich mein Zwangsaktivierungsgerät und gebe ihm sein Synchromons zurück in sein Deck zurück. Kraftseinspritzer. Er könnte sein Monster verstärken. Ah, das macht er auch, okay. Okay, ja, jetzt würde er mich mit Krafteinspritzer angreifen. Und dann mich mit seinem magischen Androiden direkt. Ich kann aber den direkten Angriff annullieren mit dem Zwangsvakuumsgerät. Hat der Gegner übrigens auch mehr Lebenspunkte abgegeben, als er uns Kampfschaden zugefügt hat. Denn er hat ja 600 Lebenspunkte abgegeben, um sein Monster zu verstärken und hat uns damit eigentlich nur 300 irgendwas abgezogen. Und das hat sich eher für ihn nicht rentiert. Jetzt sind die Angriffspunkte seines Monsters wieder normal, da sie nur bis zur Endphase erhöht werden. Und Luna könnte ihn jetzt zerstören. Macht sie aber nicht. Die macht stattdessen was anderes. Ah, so macht sie das Horn des Einhorns. Sie erhöht die Angriffskraft von Waldgeist. Jetzt hat der Waldgeist 1600 Angriffspunkte und ist damit stärker als Krafteinspritzer. Das war wieder ein guter Zug von Luna. Und was ist das? Aktiviere diese Karte nur, wenn ein offenes Monster von Typ C, das du kontrollierst, von einem Monster deines Gegners angegriffen und zerstört wird. Zerstöre das Monster, das angegriffen hat und du erhältst Lebenspunkte in der Höhe seiner ATK. Heftig. Jetzt bekommen sie 1600 Angriffspunkte, Lebenspunkte. Und haben dadurch wieder 7000. Okay, jetzt kann sie den Effekt von Horn des Einhorns benutzen und die Karte wieder aufs Deck zurücklegen. Wenn diese Karte auf dem Friedhof landet. Gut, jetzt ist Okita wieder dran. Er spielt den telekinetischen Schocker, den können wir mit unserer Mumie später zerstören. Jetzt müssen wir allerdings einen direkten Angriff einstecken. Okay, unser Zug. Magische Störung. Okay. Ja, ich spiele regenerierende Mumie in die Angriffsposition. Und dann Battlephase, ich zerstöre es. Jetzt zerstöre ich mit meiner Mumie seinen Schocker.
gebe ihm 100 Schaden. Und magische Störung spiele ich auch noch verdeckt, denn diese Karte kann man immer gebrauchen. Okay, Endphase. Jetzt ist Mr. Aslak an der Reihe. Hey, ich habe jetzt meine Karte, ey. Was soll die Scheiße, ey? Was habe ich da nur gezogen, ey? Okay, ich spiele jetzt mal das da. Oh, ja, wieder ein Kraftentspritzer. Jetzt könnte er unser Monster austauschen. Das kostet ihn allerdings 600 Punkte, diese Aktion. Jetzt muss er es ja fast machen. Er erhöht seine Angriffspunkte und beendet seinen Zug. Das zeigt die Intelligenz der KI. Er hat jetzt also quasi 600 Punkte umsonst ausgegeben. Okay, Luna macht eine Tributbeschwörung. Und ruft Feenkönig Vartal, 2200 Angriffspunkte. Kann man machen. Okay, das gibt jetzt 900 Schadenspunkte für sie. Wenn Feenkönig Vartal auf dem Friedhof ist... Halt, nein, Quatsch, das ist ein anderes Monster. Ich verwechsel es gerade mit einem anderen Monster. Ja, also dieses Monster erhöht die Verteidigungskraft aller unserer Monster um 500. Gut kombinierbar mit Geist der Brise, was Luna gerade auf der Hand hat. Ach, und Okita macht gar nichts. Sehr lustig. Alles klar, jetzt könnte ich Kraft der Magie spielen auf Feenkönig Vartal und dadurch die Angriffskraft noch weiter verstärken. Oder ich spiele Vampir Lady und spiele dann Kraft der Magie auf meine Vampir Lady. Dann haben wir zwei starke Monster auf dem Feld. Wenn ich allerdings den Feenkönig verstärke, dann haben wir ein richtig starkes Monster auf dem Feld. Aber das richtig starke Monster ist natürlich dann auch anfällig gegenüber einer Karte, die dieses Monster zerstören kann. Deswegen verstärke ich jetzt die Offensive mit einem weiteren starken Monster. Nämlich einer durch der Kraft der Magie verstärkten Vampir Lady. Vampir Lady erhält dadurch 1500 Angriffspunkte und Verteidigungspunkte und hat dadurch jetzt 3050 Angriffspunkte. Damit ist sie also jetzt stärker als ein weißer Drache. Gut, jetzt kommt der Effekt. Ich sage Falle. Je weniger Fallen in dem Deck sind des Gegners, desto leichter wird es für uns anzugreifen. Okay, jetzt hat er nur noch 150 Lebenspunkte. Das Duell müsste im Lunas Zug jetzt beendet sein. Hoffe ich zumindest. Jetzt ist Mr. Aslak wieder dran. Ey, scheiße, wir haben nur noch 150 Punkte, ey. Was soll denn Mist, ey? So ein Scheiß, ey, was mache ich denn da? Ah, richtig, ich spiele Psy-Befehlshaber. Das kennen wir auch aus dem 2009er. Wenn der Monster von Typ C kämpft, was du kontrollierst, kannst du während des Damage Steps Lebenspunkte in Vielfachen von 100, maximal 500 zahlen, um das Monster, gegen das es kämpft, bis zur Endphase so viele ATK und Verteidigungspunkte verlieren zu lassen. Wie soll man das machen, wenn man nur 150 Punkte hat? Es könnte ja im günstigsten Fall nur 100 Punkte von uns senken. Okay, Luna beendet das Duell. Spiel nicht irgendwelchen Rotz zusammen. Greif ihn einfach an. Was ist daran so schwer? Oh, scheiße, ich muss hier erst einmal kompliziert denken. 1 plus 1 ist 2. Das multipliziert mal der Wurzel von 3. Okay. Doch, das ist so eine Ausrede vom Gegner. Ach verdammt, das funktioniert sogar. Nein, tut's nicht. Und das war's. In 15 Minuten erledigt. Gut, leider keine neuen Boni dabei. Uff. Ausgerechnet nach dem Duell kommen sie wieder zu sich. Das ist doch ein Troll, oder? Janka, was geht hier vor? Warum waren wir...
ihr zwei wurdet von Seiya kontrolliert. Wir wurden kontrolliert? Ach ja, wir wurden an einem sehr seltsamen Gerät im Labor angeschlossen. Dann war das also eine Gehirnwäschemaschine? Wenn ich bedenke, was für eine üble Organisation das ist. Ehrlich gesagt, will ich nicht eine Sekunde länger hier bleiben. Ja, ich auch nicht. Warum soll ich Scheiße? Ein Glück, sieht so aus, als ob die Gehirnwäsche nicht mehr wirkt. Lass uns sofort hier verschwinden, ey. Ich rufe meine Türkenfreunde an. Nichts gegen Türken an dieser Stelle. Was ist mit dir, Janka? Sei ja hinter euch Typ mehr. Was soll denn Mist, ey? Mein Bruder wird hier noch festgehalten. Ich glaube, er könnte in diesem Raum sein. Ey, helf mir diesen Wichser. Wir sollten alle zusehen, dass wir hier rauskommen. Yay. Hey du, ich habe einen Plan. Ich berichte Seiya, wir hätten euch erwischt, damit ihr sich sicher fühlt. Dann warten wir auf euch im ersten Stock. Trefft uns dort, nachdem ihr deinen Bruder befreit habt. Ja gut, vielen Dank. Ey, habt ihr eine Schlüsselkarte oder so ein Scheiß, ey? Schon gut, das schaffen wir. Verdammt, falsche Stimme. Das war die Stimme von Okita. Sehr schön. Ja, ihr zwei solltet jetzt sofort Seiya aufsuchen. Janka, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bitte passt euch auf. Bitte passt auf euch auf, ihr zwei. Mensch, was ist denn heute mit mir wieder los? Verdammt, das verspreche ich mir die ganze Zeit. Wir müssen Leo retten und zwar schnell. Muss das sein? Nicht noch so ein Knirps, der so scheiße spielt. Du entriegelst die Tür mit Torunkas Stab. Leo! Dass er das nicht gemerkt hat, dass die Tür aufgeschlossen wurde? Egal. Wie hast du diese Tür geöffnet? Und wer ist er bei dir? Ist er nicht die. Ist das nicht die gleiche Uniform, die hier alle tragen? Das ist Janka, ein Freund, der mich in der Welt der Geister gerettet hat. Die Welt der Geister? Dann kannst du auch dorthin gehen? Boah! Naja, danke, dass du Luna gerettet hast, Janka. Hey Janka, wie stark bist du? Wie wär's mit einem Duell? Ich wusste, dass du das sagen würdest. Wir sind immer noch in Gefahr, weißt du? Wir müssen jetzt gehen! Schon gut, sei nicht so empfindlich. Na gut, Janka, dann müssen wir uns duellieren, sobald wir hier raus sind. Nicht schon wieder. Ich will mich nicht mit dem Knirps duellieren. Selbst in solchen Situationen hast du nichts anderes im Kopf. Lass uns endlich gehen, wir müssen den Fahrstuhl nach unten nehmen. Okay. Kann ich eigentlich die Kleidung wechseln? Ich meine, die finde ich ein bisschen, ne, und so. Ich schau mal nach, ob ich sie wechseln kann. Ändere Bild. Ah ja, wir können sie wechseln, sehr gut. Ja, sehr schön, sehr schöne Uniform. Nimm mal das da. Cool, das kann ich die wechseln? Nein, wir haben momentan nur die hier. Okay, dann. Ach ja, ich wollte noch meine Haare färben und zwar in einem düsteren Schwarz, so Elvis-Frisur. So, Elvis-Frisur, okay. Gut, dann mache ich hier einen kleinen Save-State für zwischendurch. Wenn ihr speichern müsst, dann müsst ihr hier reingehen oder hier, ich weiß nicht genau. Da befindet sich auch ein Speicherpunkt. Aber jetzt verlassen wir erst einmal das Gebäude. Moment, wir haben immer noch diese verdammte Moment. Also wir haben immer noch diese Klamotte irgendwie, ich weiß nicht. Habe ich vergessen zu bestätigen oder warum geht es nicht? Moment, es muss doch änderbar sein. Zack, 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 zack. Ihr seht hier, oh, aber was passiert? Zack, komisch. Anscheinend können wir die Uniform nicht ändern, solange wir hier in diesem Gebäude sind. Dieser Seiler-Typ taugt nichts. Ich traue ihm nicht. Denkt an unser Duell. Du hast es versprochen. Nein.
Nix. Verschwinden wir, bevor uns jemand erwischt. Schnell, fahren wir mit dem Fahrstuhl nach unten. Na gut. Dann nehmen wir diese Karte, die uns Yusei gegeben hat, und... Der Fahrstuhl funktioniert! Wir sollten uns beeilen. Abwärts! Leo! Jack! Oh, Jack! Ich bin wegen eines Eindringlings hergekommen. Aber da war nur wieder dieses Mädchen. Falls nicht jemand anders hier herumschleicht, der nicht hierher gehört, wie konnten sie nur und diese Dunkelhöfe von vorhin überhaupt aus ihren Zellen entkommen? Mit der Kraft der Magie! Sänger, wir haben die Flüchtlinge gefasst. Ausgezeichnet. Schließt sie gut weg. Sie werden langsam wirklich lästig. Und jetzt kehrt zu euren Wachdienst zurück. Jawohl, Sänger, wie du befehlst. Wie konnten sie alle aus einer Zelle nach der anderen entkommen? Ich muss das selbst überprüfen. Okay, dann geht er jetzt anscheinend... Oh Gott, nicht schon wieder. Okay, wir sind jetzt da unten. Von hier aus kommen wir alleine zurecht. Yanka, du solltest zu Yusei gehen. Ich weiß nicht, ob es Yusei oder Akiza gilt. Aber ich spüre, dass Gefahr für sie im Aufzug ist. Im Anzug ist? Was? Im Anzug ist. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Dass Gefahr für sie im Anzug ist. Da ist etwas in meinem Anzug. Geh weg, geh weg. Okay, die Gefahr aus meinem Anzug ist weg. Dann gehe ich auch. Aber selbst wenn wir mitgehen, können wir ihnen nicht helfen. Wir gehen mit den anderen mit. Aber kannst du bitte Yusei helfen? Yanka, denk daran, dass du mir ein Duell versprochen hast. Komm ja, heil zurück. Nö. Yanka, pass gut auf dich auf. Hey, ja, passt ihr auf euch auf. So, oh Gott, wo geht's denn jetzt lang? Ich geh mal nach rechts. Und hier ist gar nichts. Super. Dann gehe ich mal nach links. Und hier ist eine Tür. Karte, Speicherpunkt. Ist mir auch recht. Gut, speichern. Daten wurden gespeichert. Well met. So. Gut, dann gehen wir jetzt nach unten. Da müsste der Ausgang sein. Begebe dich schnell zu Yusei. Ja, und wo soll der sein? Etwa da rechts oder wie? Da ist doch nichts. Oder vielleicht doch? Da ist was. Verschlossen, da kommst du nicht rein. 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 Verschlossen, da. Ja, ich doppelte A-Taste, ich hab's kapiert, ich komme da nicht rein. So, und jetzt? Soll ich da wieder hochfahren oder was? Tatsache. Dummkopf! Und ich dachte, ich hätte dich in sicherer Verwahrung. Ich weiß nicht, wie du entkommen bist, aber du kannst sicher sein, dass das letzte Mal war. Oh, Sayer möchte gegen uns duellieren. Okay, Sayer, was machst du dich, hä? Komm her. Ich schlag dich. Bam, bam, bam. Nee, erstmal speichern. Ihr wisst ja, wo der Speicherpunkt ist. Und zwar ist der unten im untersten Erdgeschoss. Da ist ein Speicherpunkt. Und jetzt duellieren wir uns gegen Sayer. Ich werde dir jeden Gedanken an eine nochmalige Flucht austreiben. Hey, schicke Duel Disc. Ich will auch so eine in Gold. Ich nehme eine Miste, es rappelt in der Kiste. Ich nehme mal Papier. Guter alte Stein, der verliert immer.
So sehr, du darfst anfangen. Ach, ist es schön. Kein Tag-Duell, sondern endlich kann ich wieder das machen, was ich will. Ohne auf irgendetwas warten zu müssen. Gut, wir haben hier eine Psy-Schnecke. Die Karte kennen wir ja aus Part 1. 1900 Angriffspunkte. Man kann Punkte opfern, um den Angriff dieser Karte auf ein anderes Monster übertragen zu können. Also um den Angriff, nicht die Angriffspunkte, sondern diesen Angriff in eine Runde übertragen zu lassen. Gut, ich spiele jetzt Ruf der Mumie. Jetzt können wir ein Monster als Spezial von unserer Hand beschwören, weil wir kein Monster auf dem Feld haben. Und ich wähle Vampirlord. Gut, jetzt kann ich noch ein weiteres Monster als Spezial vom, also als, ja, von meiner Hand spielen. Allerdings als Normalbeschwörung, und zwar nehme ich die Pyramidenschildkröte. Jetzt greife ich mit Pyramidenschildkröte die Zielschnecke an. Mein Monster ist natürlich schwächer. Wird dadurch zerstört. Reigekibrecher. Was hast du vor? Vampirlord zerstören? Na, meinetwegen. Wenn du Lust drauf hast, der kommt sowieso wieder zurück aufs Feld. So, mein Monster ist schwächer, wird dadurch zerstört. Warum ich das gemacht habe, hat folgenden Grund. Jetzt können wir den Effekt aktivieren. Und ein Monster vom Typ Zombie mit einer Death von 2000 oder weniger speziell von unserem Deck beschwören, und ich wähle Ryokoki. Ryokoki hat eine Angriffskraft von 2400. Und wir haben immer noch die Battle-Phase, das heißt, wir können mit dem Monster auch direkt angreifen. Okay, jetzt deklariere ich Main Phase 2, um meine Zwangsevakuierungsgerät-Karte zu setzen, und beende meinen Zug. Und im nächsten Zug, in meiner Standby-Phase, kommt mein Vampirlord wieder aufs Feld. Durch seinen Effekt, denn wenn es durch einen Effekt zerstört wird, kommt es vom Friedhof zurück in meiner Standby-Phase. Gut, es kommt ein Empfängermonster von ihm. Wenn er jetzt eine Synchro-Beschwörung macht, gebe ich ihm sein Synchro-Monster mit Zwangsevakuierungsgerät einfach wieder zurück in sein Extra-Deck. Und ich glaube, das wird er auch machen. Na los, spiel deinen, was weiß ich, Drachen. Alter, was ist der Effekt? Moment, will mir durchlesen. Effekt. Wenn dieses Monster als Normalbeschwörung beschworen wird, kannst du ein Monster, das deinen Gegner kontrolliert, wählen. Das Monster kann weder angreifen, noch als Tribut angeboten werden, solange diese Karte offen auf dem Spielfeld verbleibt. Wenn jeder deiner Endphasen zahle 500 Lebenspunkte oder zerstöre diese Karte. Okay. Nicht so wichtig, denn er wird jetzt sowieso eine Synchro-Beschwörung machen. Unser Monster kann jetzt einfach nicht angreifen. Einmal pro Spiel, du kannst 1000 Lebenspunkte zahlen, um einem offenen Monster, das deinen Gegner kontrolliert, und einem Monster von Typ C, das du zu wählen, das du kontrollierst. Außer Psy-Sprenger, vertausche die Kontrolle. Was? Nix. Nix da. Denk nicht mal dran. Er will jetzt meine Monster tauschen. Oder die Monster möchte er jetzt tauschen. Und jetzt macht er eine Synchro-Beschwörung mit meinem Monster. Arschloch. Er hat sein stärkstes Monster beschworen, Gedankenherrscher, Erzunterwäldler. Wenn diese Karte ein Monster eines Gegners durch Kampf zerstört und auf dem Friedhof legt, erhältst du Lebenspunkte in Höhe der Grundartigkeit des Monsters. Du kannst 1000 Lebenspunkte zahlen, um die Aktivierung einer Zauber- oder Feindkarte zu annullieren, die ein Monster von Typ Ziel zum Ziel wählt, um diese Karte zu zerstören. Heftig. Alles klar. Jetzt wird er wahrscheinlich mein Monster zerstören. Ich lasse es mal durchgehen, aus dem Grund, weil ich dann Ruf der Mumie benutzen kann. Also ich lasse den Angriff jetzt mal durchgehen. Jetzt kommt der Effekt seines Monsters. Er kriegt Lebenspunkte in Höhe der Grundartigkeit des zerstörten Monsters. Und jetzt hat er eine verdeckte. Gut, ich probiere es jetzt. Ich weiß nicht, ob es klappt, aber ich aktiviere jetzt mal meine Falle. Kann auch sein, dass er jetzt seinen Effekt benutzen wird, um die Karte zu annullieren. Ah, ja, okay. Worst-Case-Szenario ist mal wieder eingetreten.
Er annulliert meinen Effekt. Und zahlt 1000 Lebenspunkte. Das ist ein mieser Effekt. Vampirgenesis. Gut, aber zunächst kriegen wir Vampirlord zurück aufs Feld. Stimmt, ich hätte regenerierende Mumie gar nicht benutzen können, denn ich habe ja meinen Vampirlord jetzt auf dem Feld. Okay, jetzt werde ich meinen Vampirlord opfern, um Vampirgenesis spielen zu können. Er hat eine ATK von 3000 und damit mehr als sein Drachen. Jetzt rufen wir unser Special Monster auf. Gut, das sind die zwei stärksten Monster von uns auf dem Feld. Was ist der Effekt von meinem Monster? Ich muss mal schnell durchlesen. Indem du einen Vampirlord-Karte aus deiner Spielzeite aus dem Spiel entfernst, wirf ein Monster von Typ Zombie von deiner Hand auf den Friedhof ab, um ein Monster von Typ Zombie der niedrigen Stufe als das abgeworfene Monster aus dem Friedhof auszuwählen, um als Spezialbeschwörung zu beschwören. Du kannst diesen Effekt nur einmal pro Spielzug benutzen. Gut, dann benutze den Effekt und schmeiß Ryokoki ab, um einen Ryokoki als Spezialbeschwörung vom Friedhof beschwören zu können. Oh, geht ja gar nicht. Na gut, dann nehme ich Pyramidenschildkröte, ist auch so gut. Auch gut. So, Vampirgenesis wird jetzt da den gedankenherrschenden Erzunterwälder zerstören. Ich hoffe, er macht nichts als Falle. Gut. Okay, mein Monster war stärker als sein stärkstes Monster. Jetzt sind unsere Lebenspunkte wieder ausgeglichen. Und ich greife hier mit Pyramidenschildkröte direkt an. Was kommt jetzt? Beschwöre eine beliebige Anzahl von Monstern vom Typ Ziele Stufe 2 oder niedriger als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof. Du erhältst Schaden in Höhe der gemeinsamen Stufe der Monster mal 300. Ah, das riecht wieder nach einer Synchro-Beschwörung. Aber es ist nur ein Monster, okay. Aber mein Monster ist schwächer, ich komme nicht an das vorbei. Na gut, Endphase. Ich kann nichts machen. Ach, ich hätte ja noch regenerierende Mumie spielen können, aber was soll's. Man muss ja nicht immer das alles, das. Man muss nicht immer, immer das ausspielen, was man auf der Hand hat. Gut, er kann keine Synchro-Beschwörung machen, denn ihm fehlt noch ein Monster. Ein Nicht-Empfänger-Monster, denn er hat momentan zwei Empfänger auf der Hand. Das langweilt langsam, dieser Effekt. Der Effekt ist viel zu OP. Jetzt greift er mich mit meinem Monster an. Arschloch. Ah, nett, dass du mein Monster angreifst, denn jetzt kriege ich Ryokoki aufs Feld. Jetzt muss ich nur noch mein Vampirgenesis irgendwie zerstören. Gut, jetzt kommt der Effekt, ich kriege ein Monster von Typ Zombie mit einer Death von 2000 oder niedriger aufs Feld. Ich kann auch den Geistersensenmann nehmen, um mich zu protecten. Ich glaube, das mache ich. Ich glaube, verteidigen ist hier jetzt angemessen. Gut, unsere Lebenspunkte sind immer noch ausgeglichen, bis auf das Erde stärkere Monster auf dem Feld hat. So, leider habe ich keine Synchro-Monster in meinem Deck, das heißt, ich kann keine Synchro-Beschwörung machen. Sollte man eigentlich immer machen, sich Synchro-Monster ins Deck tun, egal ob man Empfänger-Monster im Deck hat oder nicht. Naja. Gut, ich muss jetzt sein Monster zerstören, also das hier, sonst wird er weitere Monster von uns kontrollieren. Und das muss ich verhindern. Okay, jetzt spiele ich Mystischer Raumtyphon verdeckt, falls er irgendwas vorhat, was permanent ist, und beende meinen Zug. Das würde meine Mumie zerstören. Entschuldigung, musste kurz eine Pause machen. Ich konnte ja zum Glück noch schnell stoppen. Und jetzt zerstört er meine Mumie mit meinem Monster. Nicht das erste Mal, dass er uns kontrolliert oder ein Teil von uns kontrolliert. Ja, das Monster ist ja schon fast ein Teil von uns, da es unser Special Monster ist. Ich kann mein Monster mit einer Blitzeinschlagskarte kontrollieren, zerstören.
Mensch, diese ganze Kontrollscheiße geht mir langsam selber ins Gehirn rein und jetzt rede ich selber schon von ganzen Kontrollierzeugs. Naja. Also, seine Karte muss zerstört werden. Egal, was das für eine Karte ist. Eine Zauberkarte, okay. Damit kann man, glaube ich, einen Psi-Monster spezial beschwören. Eine weitere Pyramidenschildkröte. Ich könnte damit mein Deck ein bisschen so umstellen, um weitere Monster zu spielen. Dadurch wird die Balance, also damit wird die Tendenz, dass ich Fallen und Zauber ziehe, höher, wenn meine ganzen Monster schon gespielt sind. Und dann kriege ich vielleicht eine Blitzeinschlagskarte. Er kommt ja eh nicht vorbei, jetzt wird er wahrscheinlich meine zwei anderen Monster zerstören. Jetzt zerstört er meinen, entweder den, ja, er zerstört sein eigenes Monster, okay. Das Empfängermonster, was wir vorhin haben. Und er legt noch eine verdeckte. Kann sein, dass es eine Zauberkarte ist oder eine Falle. Eins von beiden wird es auf jeden Fall sein. Ah, sehr schön. Regiebrecher. Okay. Jetzt wird er mein Geister... Ich hätte jetzt erwartet, dass er meinen Geistersensenmann zerstört. Denn an diesem Monster kommt er ja eigentlich nicht vorbei. Aber gut, er hat jetzt meine Pyramidenschildkröte zerstört. Ist mir auch recht. So, Endphase. Jetzt hat er keine Karten mehr auf der Hand. Ich auch nicht. Jetzt hat er allerdings eine gezogen. Ich hoffe, es ist nichts Gutes. Okay. Gut, jetzt gebe ich mein Monster wieder auf die Hand zurück. Ich kann es leider nicht mehr spielen, da mein Vampirlord entfernt wurde. Und um das Monster zu spielen, muss ich den Vampirlord opfern. Leider ist. Ja, leider kann ich den nicht mehr spielen. So, aber ich kann ihn jetzt angreifen und ihn seine Handkarte auf den Friedhof legen lassen. Denn der Effekt von Geistersensenmann hat den Effekt, wenn er Kampfschaden zufügt, muss der Gegner eine Handkarte abschmeißen. Alles klar, was war das? Das war... Ach, diese Karte. Er kann 1000 Lebenspunkte opfern und ein Monster von uns kontrollieren. So, so, so. Gut, dass ich die zerstört habe. Um zu verhindern, dass er jetzt mir Kampfschaden zufügt, spiele ich jetzt Verräterische Schwerter und beende meinen Zug. Okay, er spielt telekinetische Schocker, er kann ja nicht angreifen wegen meiner Zauberkarte. Kreaturentausch, ach schön. Das kann ich, warte, nein, das kann ich ihn nicht mehr direkt angreifen. Später. Ich kann ihm zwar jetzt schön viel Kampfschaden zufügen, allerdings wird er dann sein Monster in die Verteidigungsposition setzen. Ach komm, egal. Wenn ich den eh anwähle, durch irgendeinen Effekt wird er sowieso zerstört. Genau, wenn ich den irgendwie durch mit Gehirnkontrolle oder so nehme, dann wird das Monster ja auch zerstört. Genau. Die Defense und setzt eine Verdeckte. Okay. Buch des Lebens. Jetzt kriege ich ein Monster von meinem Friedhof zurück. Welches Monster nur ähnlich denn? Ich würde sagen, einen weiteren Nirokoki. Und ich entferne eins seiner Kontrollmonster, nämlich den Psi-Springer. Gut, leider kann ich ihn nicht direkt angreifen wegen meiner eigenen Dummheit. Aber egal, man kann ja auch nicht immer perfekt spielen. Und wenn man das doch tut, dann sollte man bei Turnieren mitspielen, bei offiziellen Turnieren. Okay, Isaiah beendet seinen Zug, unsere verräterischen Schwerter werden jetzt zerstört, da der dritte Spielzug jetzt schon ist. Ah, ein weiterer Ryokoki. Ich könnte den telekinetischen Schocker aufgeben. Muss ich das machen? Nein. Ich beende meinen Zug, ich heb mir die vielleicht auf. Wie gesagt, es ist ja
Manchmal kann es vom Vorteil sein, nicht immer gleich das auszuspielen, was man hat. Alles klar, Vampir-Lady, ich komme immer noch nicht an meinem Monster vorbei. Ich habe mir jetzt einen bösen Stolperstein gespielt oder gestellt. Gut, ich spiele mein Monster in die Defense. Vielleicht greift das ja an. Ich glaube es zwar kaum, aber man kann ja mal hoffen, ne? Hoffnung stirbt jetzt bekanntlich zuletzt. Was ist das? Psi-Station. Wenn der Monster vom Typ Psi als Normalbeschwörung beschworen wird, kannst du 500 Lebenspunkte zahlen, um es 300 ATK erhalten zu lassen, um seine Stufe um 1 zu erhöhen. Okay, die ist auch böse. Aber er hat leider kein Psi-Monster. Haben wir ein Glück. So, Ruf der Gejagten, wir kriegen ein Monster von unserem Friedhof zurück aufs Feld. Was haben wir denn als Auswahl? Ja, nichts Besonderes. Wir könnten Ryokoki spielen. Dann hätten wir jetzt dann drei Ryokokis auf dem Feld. Hatte ich auch noch nie. Aber wir kommen ja nicht an unser Monster vorbei, weil ich so blöd war und ihm mein Monster gegeben habe. Okay, das war ein großer Fehler von mir. Ich werde sehr genervt sein, wenn ich wegen diesem Fehler jetzt verlieren werde. Er spielt telekinetische Schocker, jetzt wird er seine Angriffskraft erhöhen wegen seiner Psi-Station. Kostet ihm 500 Lebenspunkte. Jetzt würde er damit unseren telekinetischen Schocker zerstören und wir kriegen auch Lebenspunkte Schaden, 500 Lebenspunkte Schaden. Andererseits kann ich ihn dann... Was ist das? Psychokinese. Aktiviere diese Karte nur, solange du ein offenes Monster von Typ Psi kontrollierst. Zerstöre eine Karte auf dem Spielfeld. Und du erhältst 1000 Schaden. Er wird jetzt Ryokoki zerstören. Ist mir egal, ich kriege jetzt sowieso wieder einen neuen vom Friedhof. Er kriegt jetzt dafür 1000 Punkte Schaden. Also er hat jetzt quasi seine Lebenspunkte halbiert. Jetzt kriegt er... Ja, jetzt kriegen wir ein bisschen Schaden. Was, er kriegt keine 500 ATK, sondern nur 300? Ah ja. Okay, ich dachte, er kriegt 500 ATK. Gut, noch besser für uns. Dann kriegen wir eben nur 300 ATK Schaden, Lebenspunkte Schaden. Und sein Monster wird jetzt zerstört, weil ich jetzt Ryokoki von meinem Friedhof spielen werde. Den er gerade eben zerstört hat. Gut, wieder eine Unterbrechung. Und ich hoffe, es ist nicht unsynchron. Immer wenn ich pausiere, dann wird der Part irgendwie unsynchron. I don't know why. So, jetzt erspiele ich mag. Ne, hebe ich mir vielleicht doch besser auf, falls noch irgendwas kommen sollte. Also Ryokoki zerstört seinen Psycho-Schocker. Er kriegt 400 Punkte Schaden. Jetzt hat er nur noch 600 Lebenspunkte übrig, jetzt bräuchten wir eigentlich nur noch ein paar Karten, die ihnen Effektschaden zufügen, allerdings haben wir die nicht in unserem Deck. Okay. Sieht ziemlich gut für uns aus. Er spielt eine Psi-Schnecke. Wird er den Effekt seiner Psi-Station benutzen? Natürlich. Aber das bringt ihn gar nichts. Denn mein Monster ist immer noch stärker. Könnte er höchstens mal eine Vampir-Lady zerstören. Im nächsten Zug werde ich dann seine Psi-Schnecke mit Ryokoki erledigen und wir gewinnen. Das war jetzt ein großer Fehler von ihm. Die KI denkt einfach nur für einen Zug lang. Und dann, was im nächsten Zug dann passiert, an sowas denkt die KI nicht mehr. Jetzt hat die KI deswegen verloren. So, und rein aus Prinzip her schnappe ich mir jetzt mein Monster wieder. Leider wird es zerstört, da ich es jetzt angewählt habe. Aber das musste sein. So. Und jetzt zerstöre ich seine Psi-Schnecke mit einem Angriff meines Monsters und wir gewinnen.
kriegen wir weitere DPs für neue Karten. Oh, ich kann nicht glauben, dass du so viel Macht besitzt. Dann lässt du mir keine Wahl. Gewalt ist nicht mein Stil. Aber... Oh, Hinotama! Und, was kommt, was kommt? Nimm das! Hui! Oh, funktioniert wohl nicht. Pam! Oh. Wie konnte das passieren? Tonkas Stab hat Seiyas Angriff abgelenkt. Beeile dich und suche Yusei und die anderen, während Seiya bewusstlos ist. Ich muss zunächst speichern. Ich save die jetzt einfach mal nochmal. Jetzt suche ich einen Speicherpunkt für euch. Und zwar, ich glaube, ihr müsst jetzt einfach runtergehen. Ach, verdammt. Hallo, Seiya. Speicherpunkt, Speicherpunkt. Ist hier ein Speicherpunkt? Hier drin, hier müsste, glaube ich, irgendeiner sein für euch. Nein. Ah, vielleicht da ganz hinten, dann rechts. Verdammt. Wer bist du? Na gut, dann müsst ihr einfach jetzt mal warten und euch diesen Dialog anschauen. Du bist... Misty Treadwell? Ich fühle mich geehrt, dass du weißt, wer ich bin. Aber ich weiß auch einiges über dich. Akiza Inzinski, die Hexe der Schwarzen Rose. Jetzt werde ich meine Rache bekommen. Du kannst nicht entkommen. Was, Rache? Wovon alles in der Welt redest du? Mach dir keine Sorgen darum. Ich erwarte nicht, dass du das verstehst. Egal was geschieht, er wird nie mehr zu mir zurückkommen. Aber du kannst dich wenigstens bei ihm entschuldigen. Ich werde dich jetzt zu ihm schicken. Was bist du? Das muss dich nicht kümmern. Als Sühne für deine Verbrechen wirst du nun sterben. Ehrlich, geht's mal hier zur Sache. Ich hab's euch gesagt, es wird jetzt episch. Akiza wird von einer großen Gefahr bedroht. Nehmen den Fahrstuhl, um zu ihr zu gelangen. Erstmal speichern. Der Speicherpunkt müsste hier in diesem Raum sein. Ja, genau. Das war die Zelle, wo wir vorhin gefangen genommen wurden. Und aus unserem Traum erwacht sind. In Klammer aus unserem Trauma. Klammer zu. Gut, im nächsten Part schauen wir uns an, was das für eine mysteriöse Gestalt ist. Also, bis dann, euer Young LP. Ciao.